Hallo und willkommen zurück zu Infernium. Und wir machen genau hier weiter, wo ich aufgehört habe, nämlich zurück in die normale Welt. Ja, das heißt irgendwie, sie haben wie die Totenwelt aus. Wenn sie auf die, ja, das habe ich schon mehrmals rausgefunden. Danke für den Tipp. Ah, okay, ja, also wirklich die Feuersteine sind hier so Dark Souls ähnlich, Leuchtfeuer, wo ich respawnen kann. Also Save Points. Und diese Wände sind irgendwelche Gebietsänderungen. Okay, wenn ich jetzt hier bin, endlich mal. Oh, jetzt habe ich nicht genug Power, um das Ding aufzumachen. Ah, hier sind aber genug. Gut. Jetzt weiß ich zwar immer noch nicht. Gucken, sind hier bestimmt auch plus zwei, die fehlen, ne? Ja. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob ich jetzt. Oh, da oben ist einer. Eine Kugel, wie komme ich denn da hin? Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich die Kugeln auf Reserve hole oder wenn ich voll bin unten mit der Leiste, ob es dann egal ist. Da komme ich wirklich irgendwie nicht hin. Oder kann ich mich hier wieder auf die. Muss ich mal testen, dass ich mich vielleicht wieder auf die Säulen teleportieren kann, weil die ist so angeschrägt hier. Ja, das geht. Ja, ne, also ich komme hier auf die Säule teleportieren. Weiter will ich dann auch nicht. Und das sind alles, die sind alle zu hoch. Vielleicht kann ich wieder runter teleportieren. Das bringt irgendwie. Oh, ich kann mich auf den Baum teleportieren, oder? Ne, der teleportiert mich durch den Baum durch. Das bringt mir auch nicht weiter. Ah, jetzt kann ich mich dahin teleportieren. Nein! Echt jetzt? Really? Habe ich mich da hoch teleportiert und bin dann irgendwie weggeflattert. Was stand da? Ich kann so viel Licht haben, wie ich mit meinen Fingern sammeln kann und dann. Okay, da kriegst du schon einen Tipp im Hinweisbildschirm. Aber kannst mit dem da nichts anfangen. Soll ich es nochmal probieren oder denkt ihr, ich knall das hier wieder so dämlich runter? Wie war das Wahnsinn ist, wenn man das gleiche immer und immer wieder macht, ohne was daraus zu lernen oder so ähnlich, ne? Das ist ja ein Millimeter, genau. Ha! Hat funktioniert. Doch nicht wahnsinnig. Nur ein bisschen bescheuert vielleicht. So, die Schlucht glaube ich nicht unbedingt reinfallen, das wäre ungesund. So, ich könnte die jetzt noch versuchen, einfach. Mein Finger ist aber doch voll. Ich habe das ja gerade eben schon mal geschafft, das schaffe ich wahrscheinlich nochmal. Hier erstmal wieder abzugeben. Blub, habe ich wieder ein Leben wieder. Und dann nochmal versuchen, wieder hier hochzukommen. Ohne, dass ich hier so den Abgang mache. So, geschafft. Ah, Übung macht den Meister. Da kann ich mir nämlich die Kugeln holen,
Aber ich glaube... ich kann wirklich nur so viel Licht in dem, im Finger sammeln. Also wenn dieses Geräusch ertönt, dieses... dann bin ich sozusagen überladen. Und was ist hier? Steht hier was? Ja, da steht irgendwas, aber das ist nicht mal Englisch. Oder? Nur... nur, das ist Spanisch. Na ja, gut, Spanisch kann ich nicht. Dann gebe ich nochmal da ab. Jetzt vorne an die Ecke. Hochblinken. Ah ja. Man muss einfach direkt laufen mit. Im ersten Mal habe ich einfach nur hochgeblinkt, da habe ich nicht bewegt. Und das war dann halt tödlich, weil ich dann irgendwie so runtergeschlattert bin. Oh, hier komme ich nicht drüber, hä? Oh, vielleicht hier vorne an der Spitze? Nee, das ist zu weit. Okay. Dann kann ich jetzt noch hier hochklettern. Ja, ich wollte sagen, sonst bin ich halt einfach stehen geblieben, bin dann da anscheinend dadurch so... so runtergeschlittert. Aber wenn ich direkt gleich mit gegenlaufe sozusagen, klappt das besser. Bupsel sammeln, hier noch ein bisschen Bupsel sammeln. Weil ich mich wieder überladen sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt vielleicht idiotisch ist, wenn ich die... oder ob ich dann irgendwie... das heißt idiotisch, dass es vielleicht einfach besser ist, dass ich die ganzen Lichtkugeln, die ich zum Beispiel nicht brauche, einfach überlasse. Und vielleicht brauche ich die später nochmal, weil ich dann wieder 5000 Mal gestorben bin und mich mir wieder ein paar Leben zuschanzen muss. Meine Klippe. Ups. Ups. Na los. Jetzt. Manchmal ganz schön eine Millimeter Freemill-Arbeit. Okay, da sieht aus wie eine verkehrt rumme Burg, hä? Die Burg geht da hoch in die Wolken. Ist denn da hier oben eine ganze Ebene noch, die Wolken da oben drüber? Oder ist das einfach nur Wolken, weil es Wolken sind? Irgendwie die Welt ist schon ziemlich atmosphärisch. Einfach so eine komische Wand, die aus dem Nichts kommt, ins Nichts geht. Stockduster, ey. Ist ja gemein. Ist eigentlich egal, ob ich dahin probiere, einfach gehe. Weil... sobald ich mich porte, sehen die mich eh. Also das Porten hilft nicht, um unsichtbar zu bleiben. Ich bin ja eh schon voll mit Licht. Ach, hier war doch die Ebene, wo ich runtergefallen bin, oder? Ja, ich glaube schon, hier bin ich runtergefallen.
Dann hat mich der da erwischt, weil der vor uns hier noch hier vorne stand. Jetzt erwischt er mich nicht, weil er da hinten steht. Okay, okay, okay. Ob das so gut ist oder ob ich lieber hier hingehe. Hier ist irgendwas. Englisches sogar. M85, M86. Official part of the investigation, they update me. The idea was to gather enough proof of what Infernium is. As suspected, the key was in the text and the behavior of the wandering ones. All it was gather and make it public. Whatever Infernium was, they imagined when people found out about the existence of a place like this, I would be a mess. Amara was the most afraid. Of bringing this to light would choose a massive way of, also irgendwas mit Infernium, was es ist, keine Ahnung. War ziemlich interessant. My exhibit in the idea of exposing Infernium to society soon and Orwell wanted it to be down now. According to him, it was not right for them to keep a secret of such social transformation, even if it was to make a famose to society. It was clear everyone was doing the best in the investigation, but we were amateurs. We need scientists and professional investigation involving someone else. Okay, von irgendwelchen Amateuren, sie brauchen Spezialisten und professionelles Know-how sozusagen, um irgendwie rauszufinden, was das Infernium ist. Das ist irgendein Ort, steht zumindest hier oben drin. Das ist wahrscheinlich, bin ich gerade hier im Infernium. Oh, hier steht noch was. They came to a point where the whole investigation depended on the texts and therefore me. I feared important and responsible. I was motivated and full of energy. Finally, I could leave my footprint on the world. Okay. Das ist irgendwie total nichtssagend und hilft mir auch kein bisschen weiter. Toll, ich komme jetzt hier wieder rein, aber hier drin bringt mir nichts, weil ich von hier drin nicht weiterkomme. Hier geht es nirgends so weiter. Nee, kann ich nicht hochpoppen. Das heißt, ich muss von hier versuchen, doch irgendwie wieder da rüber zu poppen. Ich glaube, ich werde gleich wieder sterben. Hat's geleuchtet. Ja, ja, ist mir egal. Gut. Ich weiß nicht. Hier frisst mein Licht. Gut, da krieg ich nicht gleich Akku. Oh, hier ist eine Tür. Ah, das ist die. Machen wir die hier auf. Das war die Abkürzungstür. Genau, sehr schön. Hier kann ich einen Hebel umlegen.
So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Licht. Und was macht der Hebel? Ja. Was macht der Hebel? Ja, er öffnet die Tür, das war irgendwie klar, aber... Wo geht's da hin? Hier ist wieder eine Karte. Keine Ahnung. Ah, guck mal, hier sind rechts diese Striche drauf. Das ist wahrscheinlich, ich kann 1, 2, 3, 4, 5, also für jede Hand kann ich so einen Strich da haben. Da sind ja auch diese Punkte, wenn man es ganz genau an sieht, an Knöcheln, sind ja so die Punkte wahrscheinlich, wo ich dann noch mehr solche Nägel da bekomme und was auch immer das ist. Das Problem ist halt nur, ich weiß nicht, wo ich bin. Kann ich der blaue Punkt, der grüne Punkt sein? Möglich, keine Ahnung. Also falls ihr da ein bisschen mehr durchblickt. Stille Katakomben, ja schön. Könnt ihr mir das ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder irgendwelche Tipps, vielleicht habt ihr das Spiel ja selbst schon mal gespielt. Ist natürlich nicht unbedingt, Oh, hier ist wieder so eine Wand, die die Umgebung ändert, ja? Hier alles ein bisschen bewachsen. Zum Beispiel, was mich mal sehr interessieren würde, ist halt mit diesen Kugeln, ob ich mir die wirklich alle einsammeln muss oder ob das überhaupt keinen Nutzen hat oder wie oder was. Oh, hier brauche ich 3. Vor allem, wenn du das Tor aufmachst, steht direkt da hinten einer so. Ich füge dich auch noch. Aber wie kriege ich denn jetzt eine neue... Die großen Fragen, die ich gerade noch habe, ist... Bringt es mir was, Licht einfach so einzusammeln? Was wahrscheinlich durch den... Ladebildschirm da beantwortet wurde, das konnte ich noch nicht so schnell lesen. Muss ich dann vielleicht nochmal in der Aufnahme... Ich habe mich schon wieder irgendwie in den Boden gepackt, kann ich laufen. In der Aufnahme gucken, da kann ich ja dann pausieren und in Ordnung lesen. Kann ich ins Wasser springen? Oder sterbe ich dann wieder? Ja, ich habe jetzt die ganzen Kugeln nicht eingesammelt, muss ich die auch nicht einsammeln. Oder vielleicht doch? Ach, keine Ahnung, ey. Nach unten. Ja, macht's mal stockeduster. Ich sehe aber mal gar nichts. Geh erstmal hier lang. Okay, hier ist eine Sackgasse. Toll, ich muss ins stockeduster. Da hab keine Möglichkeit auf Rückweg. Krass. Kann ich hinlaufen? Kann ich hier langlaufen? Ja, kann ich. Gut. So, da habe ich einen Gang und da habe ich einen Gang. Ach nee, hier geht schon wieder weiter nach unten. Das Problem ist halt, wenn es nach unten geht, weiß ich nicht, ob ich wieder nach oben komme. Ich hatte da oben eigentlich auch noch ein paar Gänge, wo ich lang gehen soll. Meine Güte, ist das hier. Eine Karte wäre mal. Also. Eine Karte wäre mal schön, hier gibt es ja Karten. Aber die helfen mir einfach nur nichts. Kacke, ich muss da runter. Da lang. Da lang oder hier oben lang? Keine Ahnung.
geht dann nach unten. Aber ob es so gut ist, nach unten zu gehen. Aber wie es wieder aussieht, habe ich keine andere Wahl, als nach unten zu gehen. Ja. Doch, ich habe eine andere Wahl. Ich kann dahin gehen. Ha. Solche Ärsche. Wäre ich da runtergegangen, komme ich in den Käfig, wo ich vielleicht nicht durch kann, wo ein Gespenst drin ist. Zumindest in dem da. Hier ist eine Megatür, aber kein Schalter auf meiner Seite. Okay, hier geht es unten zu dem Wasser hin und ganz viele Kugeln, aber ich glaube, ich brauche die Kugeln nicht. Hier ist ja schon wieder sowas. Wenn du nach unten gehst, hier ist ein Schalter. Da ist ein Safe Point. Wow, die Tür ist offen. Die Säcke. Nein, der kann ja einfach drüber laufen. Fuck! Was ist einer von den Totenräumen oder nicht? Er nimmt ja immer den kürzesten Weg. Hier ist auf jeden Fall einer, wo ein Gespenst drin ist. Okay. Ich könnte natürlich jetzt einfach hier mutig reinspringen und hoffen. Oh, der verfolgt mich nicht mehr. Aha. Ich habe mir oben in die tote Ecke manövriert. Nein! Oh, hab ich ein Schwein, dass das genau der Raum ist, der hier eine Öffnung hat. Der andere Raum wäre der hier gewesen. Der hat, glaube ich, keine Öffnung. Hier bin ich jetzt. Boah, ist das hier ein wenig verwirrend. Okay, das ist so eine Tür, die man aufmachen kann, eventuell. So, wo ist der Hebel? Da ist der Hebel. Was passiert, wenn ich den Hebel... Oder nee, ich gehe erstmal zu dem Safe Point. Hier komme ich, glaube ich, rein, ne? Ja, hier ist zumindest eine Tür, die ich aufmachen kann, einfach. So, ich habe da oben noch massenhaft Möglichkeiten, wo ich lang hätte langlaufen können. Aber habe erstmal hier unten den Safe Point aktiviert. Wie Max. Zack. Jetzt mache ich mal den Hebel hier. Guck, was passiert. Ist die dicke Tür hier aufgegangen? Wo war denn die? Die geht dann auf. Aber das schaffe ich nie, bis dahin zu laufen in der Zeit. Komme ich in den Raum von oben rein? Wie es aussieht, nicht. In den komme ich rein. Da ist ein Hebel drin. Aber welcher von den Räumen ist es? Wie viel gibt es mit so einem Gespenst? Eins. Es gibt nur einen. Der war, glaube ich, da ziemlich in der Ecke. Okay, es gibt nur einen Raum. Einen so einen Todesraum, sozusagen. Wo so ein komisches blaues Gespenst drin ist. Und die anderen Räume sind, glaube ich, alle safe.
Das ist der Todesraum? Ich glaube schon, ne? Ja, das ist der Todesraum. Okay, das ist der Todesraum. Hier ist der mit dem Hebel. Okay, da geht die Tür auf. Oh, da gehen zwei Türen auf beiden Seiten. Gut, es gehen. Das heißt, hier könnte ich es vielleicht sogar schaffen, bis nach hinten durchzurennen. Ah, jetzt kommt der Junge schon wieder hier. Hab ich gerade so gesehen, dass hier ein Loch in der Wand war. Hi! Arschloch. Wo ist denn der? Kommt der? Ja, der kommt. Mist. Rein hier. So, wie viele Löcher hatte ich denn da oben? Ich hatte einen in den Todesraum, einen in den Raum, der offen ist, wo der jetzt drin ist, der rote hier. Und einen, wo der Schalter drin ist. Ich weiß nicht, ob es da noch ein Loch gab. Gab es da vier Löcher oder nur drei Löcher? Muss ich schaffen. Nein! Jetzt hört er auch nicht auf, mich zu jagen, dieses Arschloch. Er verfolgt mich jetzt hier auch ewig weiter. Nein, geh nicht Licht. Hab ich einen vollen... Ah, ich hab keinen vollen Nagel. Kacke. Ich hätte jetzt gesagt, ich hol mir gleich mal wieder eine... Ist es jetzt hier heller geworden? Nee, ich glaube nicht. Will ich mir glaube ich nur ein. Oder? Nee, ich glaube nicht. Na gut, aber das Gute ist ja, ich habe ja den Safe-Man gleich da unten aktiviert. Und ja, da unten ist hoffentlich die Spawn nicht direkt vor dem und kriegt wieder Enten in die Fresse. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ihr könnt immer noch gerne in die Kommentare schreiben, ob es schön oder nicht schön ist. Ich habe bis jetzt noch nicht die erste Folge veröffentlicht. Also wenn ihr die hier seht, habt ihr natürlich schon die ersten Folgen gesehen. Ah. Gut, hier ist aber ungefährlich. Ja, würde mich halt interessieren, wenn wir wieder was, mal was Neues probieren, was anderes als DBD und was wir sonst so haben. Nee, nee, nee. Okay. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.